Herzlich willkommen und hallo zu Vier Reifen, ein Klo. Heute geht es mal um ein Thema von wegen, muss man Nudeln im Omnia-Backofen vorkochen? Das ist eine sehr, sehr beliebte Frage, kommt immer wieder und auch schon seit Jahren. Ich habe auf meinem Blog dazu auch schon mal so einen riesenlangen Beitrag veröffentlicht, von wegen Ursachen, was man machen kann und ähnliches. Aber ich wollte dieses Thema heute mal versuchen zu erklären, weil das ist echt nicht einfach, euch das rüberzubringen, glaube ich. Aber wir haben eine Kommentarfunktion. Wenn ich irgendwas nicht richtig erkläre, wenn ihr was nicht versteht, gibt es später die Kommentarfunktion. Ja, also mal zu der Frage, muss man Nudeln im Omnia-Backofen vorkochen? Dazu gibt es erstmal eine ganz grundsätzliche Sache, und zwar ist es die Nudelsorte. Habt ihr schon mal darauf geachtet, dass die Nudeln unterschiedliche Garzeiten haben? Denn das ist schon mal ein großer Faktor. Es gibt Nudeln, die haben nun mal 6 Minuten, 11 Minuten, 10 Minuten, 12 Minuten. Da gibt es alles Mögliche. So wie hier, ich habe euch hier mal ein paar Nudeln hingestellt. Und da ist es so, hier zum Beispiel die, ich glaube Rigonelli heißen die, die brauchen nämlich 6 Minuten. Die Farfalle sind immer sehr, sehr beliebt. Das sind ja diese kleinen Flügelchen. Die brauchen 10 Minuten. Dann haben wir Röhrennudeln, die brauchen 11 und 12 und einmal 6 Minuten. Da seht ihr schon mal einen Unterschied zwischen den einzelnen Garzeiten der verschiedenen Nudeln, obwohl die ja optisch eigentlich gleich aussehen. Aber verschiedene Garzeiten. Das ist schon mal ein Grund. Der nächste Grund ist noch das Gewicht. Also es ist wirklich Wahnsinn, dass Nudeln, die halt schwerer sind, die haben halt mit Sicherheit mehr Hartweizengrieß drin, die brauchen halt länger, sind schwerer, brauchen demnach auch mehr Flüssigkeit. Und die Flüssigkeit, da kommen wir gleich noch zu, ist nämlich auch noch ein Problem. Wenn ihr zum Beispiel hier diese Rigonelli habt, die wiegen mal 1 Gramm, die wiegen schon 2 Gramm, brauchen dann 12 Minuten, die brauchen nur 6 Minuten. Und witzig sind diese Nudellester, die wiegen nämlich 17 Gramm. Aber sind von ihrer Struktur und von der Anzahl des Hartweizengrieß so konzipiert, dass die aber nur 6 Minuten brauchen. Also das sind eigentlich teilweise meine Favoriten, muss ich sagen. Und genauso wie die. Also ich gehe immer eigentlich auf die 6 Minuten Nudeln. So, jetzt habt ihr einmal gesehen, dass es Unterschiede in der Garzeit und auch im Gewicht gibt. Demnach auch Unterschiede in der Flüssigkeit. Das heißt, ja, es steht immer drauf, macht 1 Liter Wasser heiß und dann kocht ihr die Nudeln da drin. Beim Omnia-Backofen könnt ihr halt diese Gebrauchsanweisung nicht einfach so umsetzen. Weil ich mache jetzt mal ein kleines Szenario für euch. Und zwar, also wir gehen jetzt einfach mal von einem kleinen Szenario aus, dass ihr in der Omnia-Form einfach ein paar Nudeln reinpackt, etwas Fleisch dazu, ich sage jetzt mal passierte Tomaten, paar Gewürze, den Rest machen wir gleich. So, dann habt ihr da schon mal das Problem, dass die Flüssigkeit mit den Nudeln halt übereinstimmen muss. Ja, hier könntet ihr jetzt vielleicht sagen, gut, ich mache jetzt 1 Liter Flüssigkeit rein, weil das steht ja zur Verpackung, aber das Fleisch gibt auch Flüssigkeit ab. Wenn ihr jetzt etwas haben wollt mit viel Soße, dann ist das ja kein Thema. Dann passt das alles. Wenn ihr jetzt aber, so jetzt hole ich den Rest. Wenn ihr jetzt aber Gemüse dazu packt, wie zum Beispiel Zucchini oder vielleicht hier und da eine Tomate oder auch Paprikaschoten, dann gibt das ganze Gemüse auch wieder Flüssigkeit ab. So, das hat natürlich zur Folge, wenn ihr jetzt die gleiche Menge an passierten Tomaten, Nudeln und das Fleisch da drin habt, jetzt habt ihr gesagt, okay, ich will was Gesundes, ich mache ein bisschen Gemüse dabei, dann habt ihr das nachher noch flüssiger, weil dieses Gemüse gibt auch noch Flüssigkeit ab. Ja, was müsste man eigentlich machen? Eigentlich müsste man passierte Tomaten im Vorfeld schon reduzieren, damit die Nudeln und alles andere nicht so in so einer Suppe halt nachher vollendet wird. Und das sind einmal die Schwierigkeiten, die viele von euch nicht beachten, weil ja, einfach, es wird einfach reingemacht und plötzlich ist es total flüssig und niemand weiß mehr, woran liegt es eigentlich. Eigentlich liegt es an der Flüssigkeit und Knackpunkt ist halt oft das Gemüse. Tomaten haben total viel Flüssigkeit. Hier die Champignons mal wieder weniger.
Das muss man halt alles abwägen, auch wenn ihr Zwiebeln reinmacht. Ja, Zwiebeln haben auch ein bisschen Flüssigkeit, aber immer noch weniger als Tomaten oder weniger als Paprikaschoten. Ihr seht schon, ziemlich kompliziert, oder? Mhm. So, dann habt ihr noch Creme Fraiche dabei oder vielleicht noch ein bisschen Sahne. Und wenn ihr das alles so vermengt, passt oft das Verhältnis mit den Nudeln nicht. Weil so ein One-Pot mit Nudeln, das soll ja eigentlich nicht in Soße schwimmen, sondern es soll ein schöner Ausgleich sein. Es soll eine leichte Soße dabei sein, aber halt nicht eine Suppe. Und das sind Sachen, die muss man beachten. Und dann kommt es auch noch immer darauf an, wie viele Minuten hat denn meine Nudeln. Paprikaschoten brauchen zum Beispiel nicht so lange wie die Nudeln. Da muss man den Garprozess abwarten. Hähnchenfleisch braucht nicht so lange wie Schweinefleisch oder gar Rindfleisch. Da sage ich auch immer, wenn ihr sowas macht, schneidet Schweinefleisch etwas größer als Hähnchenfleisch und zum Beispiel das Rindfleisch ganz klein. Weil Rindfleisch braucht, der hat ja die längste Garzeit, damit es auch zart wird. Und Hähnchenbrust oder Geflügelfleisch überhaupt hat ja die kürzeste Garzeit. Das wird ja ganz schnell gar. Also müsstet ihr das größer schneiden als das Rindfleisch. Auch bei beim Gemüse ist es so. Die Zucchini wird schneller gar als eine Paprikaschote. Wird ja ganz schnell weich, die Zucchini. Das heißt, ihr müsstet die größer schneiden als die Paprikaschote. Und das sind alles Komponenten, die man beachten muss beim Vorkochen für Nudeln. Ja, ist nicht einfach. Auch wenn ich selber Rezepte mache, wo ich One-Pot-Rezepte kreiere, mir ausdenke, da habe ich wirklich immer ein Problem mit den Nudeln. Ich möchte auch nicht immer die gleichen Nudeln verwenden, sondern auch eine Abwechslung reinbringen. Und auch ich mache diese Rezepte teilweise 3 bis 4 Mal, bis ich sie dann für euch veröffentliche und sage, Leute, so könnt ihr das zumachen, so könnt ihr das zubereiten. Ja, das ist alles eine ganz schwierige Sache. Was noch hinzukommt, jetzt habt ihr schon so viel gehabt, ne? Aber es gibt noch ein Problem und das ist mit dem Zubehör. Es ist grundsätzlich egal, ob ihr es in dem unbeschichteten Omnia macht oder in dem beschichteten Omnia. Das ist erstmal egal. Was aber nicht egal ist, ob ihr die Silikonform verwendet. Denn wenn ihr jetzt noch die Silikonform verwendet und eure Zubereitung hier drin macht, dann bleibt das auch noch mal flüssiger, weil die Silikonform darin verbrennt keine Flüssigkeit. Was wiederum bei der Backform, das ist jetzt die beschichtete, ist bei der unbeschichteten genauso, da kann wieder Flüssigkeit etwas mehr verbrennen, verdunsten, weil es einfach heißer ist. Und da haben auch viele ein Problem. Viele, die auch meine Rezepte nachmachen, die sagen dann, erstmal passt es nicht rein. Ja, ich mache meine herzhaften Rezepte immer ohne Silikonform. Das hat nämlich auch den Grund, es bleibt flüssiger. Und es passt ja hier viel weniger rein. Ihr seht ja, hier oben ist das schon alles. Ihr könnt ja hier nur bis zum Finger da unter der Silikonform gehen. Das habe ich auch schon mal in dem Video für die Silikonform erklärt, warum ich persönlich alles in der Backform selber mache, ohne Silikonform, also alle herzhaften Rezepte. Also mit Silikonform bleibt es noch mal flüssiger. Das müsst ihr bedenken, da kann nichts drin verbrennen. Ihr habt also so viele Komponenten und ich rate dann oft, wenn ihr euch unsicher seid, entweder macht euch die Mühe, ihr kocht die Nudeln wirklich vor oder ihr geht zum Kühlregal. Da gibt es mittlerweile auch unendlich viele Nudeln drin, die schon vorgekocht sind, die brauchen auch noch kaum Flüssigkeit. Das heißt, mit denen kriegt ihr das auf jeden Fall hin. Und ich habe die zwischendurch unterwegs auch sehr häufig dabei, weil die sind einfach mega praktisch. Dann kann man eher mal zum Kühlregal gehen und sich 2, 3 Pakete mitnehmen. Ich finde, so im Ausland, die sind noch viel mehr organisiert als in Deutschland. Da kriegt man viel mehr Auswahl. Und da kaufe ich die auch dann zwischendurch sehr gerne, weil dann brauche ich mir auch keinen Kopf machen, wenn ich jetzt wieder ein neues Rezept für uns mache, ausprobieren will oder einfach nur, weil ich noch Reste im Kühlschrank habe und Nudeln dabei sollen. Ja, dann hole ich mir auch so ein Paket Fertignudeln, die schon vorgekocht sind. Das ist immer sehr praktisch. Ja, oder ihr müsst sie halt vorkochen. Aber es gibt wirklich ganz, ganz viele Sachen, die ihr beachten müsst. Ihr müsst das Gemüse beachten, ihr müsst die Garzeit beachten, eventuell sogar noch gucken, wie schwer sind die Dinger. Kann man natürlich so nicht sehen. Ich habe die jetzt selber nachgewogen, habe daher herausgefunden, dass die unterschiedliche Gewichte haben und demnach natürlich auch wieder ganz andere Flüssigkeitszufuhr benötigen. Klar, 2 Gramm und 1 Gramm hört sich jetzt leicht an, aber hier ist ja viel mehr Hartweizengrieß drin und braucht wieder Flüssigkeit, damit es weich wird. Ganz logische Sache.
Ja, mein Tipp für euch, den ich euch mitgeben kann, achtet auf die Garzeit. Ich favorisiere sowieso die Nudelnester und ich favorisiere die kleinen Rigonelli, glaube ich, heißen die. Heißen die so? Ich glaube, ja. So, das sind meine Favoriten, wo ich sage, die benutze ich. Und die haben eine kleine Garzeit, die haben wenig Gramm, auch wenn das jetzt 17 Gramm sind, aber die gehen ja sofort auseinander. Die lösen sich ja sofort aus, sodass ihr halt nur noch solche Tagliatelle eigentlich habt. Und dann müsst ihr auch gucken, was für ein Gemüse macht ihr dazu. In vielen Fällen, wenn ihr schon sowieso Tomatensauce dabei habt, rate ich euch von Tomaten ab, die sind viel zu flüssig. Nehmt eine Paprikaschote oder halt eine Zucchini. Da macht ihr oft nichts falsch. Beim Fleisch, wenn es Nudeln sind, nehmt vielleicht eher Geflügelfleisch. Das hat ja einen sehr geringen Garpunkt. Achtet auch unbedingt darauf, wie ihr die Sachen schneidet. Das ist auch sehr wichtig. Von der Erfahrung her, wenn ihr zu Hause immer kocht, dann wisst ihr selber, Paprikaschote geht schnell, Zwiebeln brauchen ein bisschen länger, weil die halt eine festere Zusammensetzung haben. Es sei denn, ihr schneidet die kleiner, dann habt ihr wieder den gleichen Garpunkt. Das sind Sachen, die müsst ihr alle beachten und es ist nicht einfach. Nein. Ich verlinke euch aber nochmal den Beitrag von meinem Blog, wo ich wirklich einzelne Fälle durchgesprochen habe, was passieren kann, was die Ursache ist, wie man es vielleicht beheben kann und ähnliches. Schaut da mal rein, vielleicht wird das, was ich jetzt alles hier gesagt habe, vielleicht ein bisschen klarer. Wie gesagt, es ist kein einfaches Thema, wo ich mir auch ganz viele Gedanken gemacht habe, wie ich es euch am besten rüberbringe. Und wenn da jetzt echt noch Fragen sind, was sein wird, wo es auch nicht schlimm ist, da gibt es die Kommentarfunktion. Schreibt rein, wir beantworten es und helfen euch da weiter. Und gut ist ja auch immer, wenn ihr das nutzt, diese Kommentarfunktion, dann weiß ich nächstes Mal auch, was ich vielleicht auch noch reinbringen kann, was eure Fragen sind, wo noch Knackpunkte sind, Hilfe benötigt wird. Und das lerne ich auch immer wieder aus der Kommentarfunktion. Ja, von daher kann ich euch echt nur sagen, wenn ihr euch unsicher seid, kauft euch doch vorgekochte Nudeln. Ja, und jetzt, ja, habe ich genug dazu geredet. Mir fällt auch nichts mehr ein, was man noch dazu sagen kann. Von daher, ja, sage ich nur noch bis zum nächsten Video. Tschüss.